So, hallo, wir machen weiter bei Superliminal. Letztes Mal haben wir einen etwas gruseligen Traum betreten, der mit Dunkelheit zu tun hatte. Und jetzt wachen wir wieder auf und ja, ich glaube, da muss man jetzt gar nicht sagen, dass wir aufgewacht werden. Es ist 6 Uhr. Wir sind sozusagen jetzt im vierten Traum. Und oh Gott, ich muss alle einzeln ausmachen. Und das ist nicht normal. Es kann nur verrückter werden. Ich warte darauf, dass wir irgendwann den Gang entlanglaufen und einfach alles sofort zusammenbricht. Und ich mich wieder wie zu Tode erschrecke einfach. Kein Radio diesmal hier. Aber hier schwirrt. Okay, das Schach sieht. Interessant aus diesmal. Hauptsache, das Soda-Automat ist wieder hier. Wir probieren es aus. Mini-Soda. Jo, die war wirklich mini. Richtig Größe. Langsam aber stetig. Mach's auch wieder komplett. Komplett kompliziert hier, ne? So, Mini-Soda ist ein bisschen größer wieder geworden. So, aber jetzt geht's wieder kaputt, ne? Nee, die rote kommt auch raus. Baking Soda? Nein, jetzt ist wieder kaputt. Wie einfach immer kaputt geht. So, komm mit, Mini-Soda. Du bist mein. Ja, du bist mein Weg. Hat sich erledigt. Das sieht doch noch freundlich aus. Ist doch alles okay. Schöne Musik läuft. Gar nichts passiert mit meinem Gehirn. Alles gut. Ist alles bestens. Friedliche Musik. Alles toll. Lustige Rätsel. Oh, den kann ich nicht nehmen. Den auch nicht, ne? Also muss ich die Tür nehmen. Ja, gut. Sonst ist hier nichts. Are you sure about this? Oh, scheinbar sind sie sure. Na gut. Oh no.
die gerade Domino gespielt? Errungenschaft, warum bist du so? Okay, okay. Aber mehr geht nicht, deswegen. Warum bist du so? Schöner Name. Hört das auch irgendwann auf? What? Mit rechts mache ich das wieder zurück. Also scheinbar macht meine Fähigkeit jetzt was anderes. Es wirkt nicht gesund, was ich hier tue. Okay. Aber das heißt, ich komme hier nicht weiter. So, zumindest aktuell nicht. Ist hier wieder was Rotes obendrauf? Nee. Aber hier ist die Fähigkeit noch normal. Der Anfang. Jo, irgendwas passt hier überhaupt nicht. Aber ich kann nichts anderes dahin mitnehmen, oder? Hier kann ich auch nichts tun. Nee. Ich meine, ich kann die Musik. Ach so! Hängt es mit der Musik zusammen, was ich einstelle? Nee. Oh, wait. Na, hier ist der gleiche Quatsch. Oh, ich glaube, ich verstehe es. Ich kann bestimmt da drüber einfach. Ja, lol. Kann ich bei dem anderen auch drüber? Ne, da ist eine Mauer. Okay. Das hat ein bisschen gedauert. Da ist aber auch nichts Spannendes hier oben drauf. Okay, das hat ein bisschen gedauert. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood.
Oh nein, ich ahne was. Oh nein, ich ahne, was der nächste Raum macht. Und ihr auch, ne? Ich kann den Wecker nicht ausstellen, ich dupliziere ihn die ganze Zeit. So wie das da. Okay, wir versuchen hier möglichst schnell durchzukommen. Ich habe grundsätzlich eine Idee. Kann ich den am Anfang die Hand nehmen und dann einfach neu absetzen? Ah, warte. Reicht es schon? So nicht. Das sieht doch jetzt gut aus. Oh Gott sei Dank. Und es hat aufgehört zu piepen von selbst. Gut, das war weniger nervig, als ich dachte. März 1991. Muss der da runter oder was ist das Problem? Glaube, der muss da runter. Gewusst wie. Okay, das sind jetzt interessante neue Arten von Puzzle mit dem Verdoppeln. Hat was. Okay, wo komme ich da raus? Einfach wieder am Anfang, okay. Hätte man sich denken können. Was ist deine Mission? Gar nichts machst du. Vielleicht schießt der Äpfel oder so durch die Gegend, wenn die da landen. Das könnt ihr machen. Das wäre denkbar. Ist auch mehr ist hier nicht. Okay. Na dann, duplizieren wir durch die Gegend und versuchen dabei. Oh wait, diesmal kann ich nur duplizieren und nicht so hochheben. Das heißt, ich muss das. Mal, da oben ist auch was, ne? Oben ist auch was. Ach nee, oder komme ich da? Da komme ich einfach wieder raus, wenn ich runtergefallen bin, ne? Ja. Okay.
interessant. Na gut, das passiert. Ja, dachte ich mir schon, irgendwie muss ein Apfel hier hochkommen. Oh je. Hat man nicht gerade hier einen sogar auf der Treppe drauf? Ja, ne? Nee. Irgendwie ja. Aber wie haben wir denn... Wie hatte ich den gerade auf der Treppe drauf? Okay. Nein, das war der falsche Knopf. Upsi. Muss ich mich da davor stellen? Macht der dann nichts? Selber durch die Gegend rollen kann ich die nicht, ne? Oder? Ich hatte einen auf der Treppe, aber ich weiß nicht mehr wie. Oh wait, ich kann noch mal zurück. Vielleicht ist da noch was, was ich gebrauchen kann. Ach so. Vielleicht auch nicht. Aber wieso kann ich den jetzt nicht so in die Hand nehmen wie die anderen auch? Wie entscheide ich, wie groß die werden, die da entstehen? Das ist das Nächste, was ich noch nicht verstehe. Wie entscheide ich die Größe von dem Ding, wenn ich das dupliziere? Na, so ist es jetzt ja ganz winzig geworden. Und je... Ah, wait. Je weiter ich weg bin, desto größer wird der. Aber die wird jetzt alle einfach weg. Na? Die haut es alle einfach weg, so ich habe keine Chance, dass der eine auf die... Wie ist der eine damals auf die Treppe gekommen? Muss ich aus denen, die weggeweht werden, selber wieder welche rausziehen und dann Stück für Stück weiterbauen? Ich weiß es nicht. Das war wahrscheinlich purer Zufall und sollte gar nicht so gedacht sein. Ich habe keine Ahnung. Dann schicke ich sie erstmal alle hier hin. Machen wir hier mal eine ganze Menge. So.
Irgendwelche davon werde ich doch jetzt schaffen, über zur Treppe zu bekommen. Wie habe ich denn die... Oh, wait, wenn ich hier... Nee, die zieht es ja unter mir auch durch. Ich bin schon wieder lost. Kriege ich da oben so ein Ding hin? Jetzt geht nicht mehr. Mehr geht nicht. Das war die letzte, die geht. Ah, jetzt geht noch mehr. Jetzt wieder nicht. Ach so. Ja, verstehe. Aber ich kann nicht... Oh, wieso? Nein, das war... Oh. Also es muss irgendeinen Trick mit dem Ventilator hier geben. Kann ich ihn ausschalten? Es kann nichts Schwieriges sein. Oh mein Gott. Muss ich so ein Ding einfach... Will er so ein Ding haben und gar nicht einen Apfel? Das wäre natürlich wild. Aber die kriege ich gar nicht rüber, ne? Ich komme jetzt halt nicht wirklich dahin, wo ich will. Wie kriege ich den... Die haut es viel zu schnell weg. Ich habe keine Ahnung, was soll ich tun? Ich hatte einen auf der Treppe, aber das war wahrscheinlich purer Zufall. Und selbst wenn er auf der Treppe ist, nützt er mir ja nichts. Also ich bin wirklich überfragt. Ich habe nichts, was ich da hinsetzen kann. Ich krieg ja nichts größer gebacken. So, ich kann die ja nicht heben diesmal. Ich kann den ja nur duplizieren. Das gibt's doch nicht. Kein Problem. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you.
I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Ach so. Ha! Ich hab mir doch gedacht, hier ist was. Hey, wie komme ich da ran? Muss ich da hoch? Kann ich da richtig hoch? Wieso kann ich es nicht auslösen? Ah! Fragt sich halt, was das ist, ne? Ich frage mich, wie gesagt, wie viel ich davon schon verpasst haben will. Puh. Aber wir haben wieder eins gefunden. Das ist ja auch schön. So, das mit den Äpfeln war gerade wieder wow. Wait a moment. Ich will dann schon auch mal da hochgucken. Darf ich jetzt bitte mal da hochgucken? Darf ich jetzt bitte mal da hochgucken? Dankeschön. Ach so. Na, so geht's auch. LOL, was? Okay. Ich habe eine Banane gepflückt. Ist ja auch eine. Hier ist keine. Aber ich habe eine Banane gepflückt. Das ist passiert. Darf ich die jetzt in den Müll werfen? Wenn ich einen Müll finden würde? Das ist wieder das gleiche Bild. Attention, Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. DR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Sehr schön. Ja, genauso kommt mir das hier vor. Okay, wir probieren es mal wieder da jetzt, oder? Das ist einfach ein Würfel. Die Diät, oder ist einfach, also in den Würfel nicht ein Quader. Nee, das ist nochmal so ein Automat, wisst ihr mich? Was? Die Diät, oder ist...
Nochmal so ein Automat. Hä, die Baking. Hä, jetzt kommt hier nur. Ach so, ich glaube, das ist kaputt. Ja, jetzt kommen hier lauter. Okay. Ach so, weil das jetzt den gleichen Effekt hat. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Deswegen funktioniert das auch zum ersten Mal. Erstmal geht er nicht kaputt. Oh. Selbst den habe ich kaputt gebracht. Seid stolz auf mich. Selbst den habe ich kaputt gemacht. Achso, Perception is Reality, ja. Haben wir hier nicht angefangen? Zumindest in so einem ähnlichen Gang. Aber es ist interessant, die Banane, die kann ich normal mitnehmen. Das ist schon was ganz Spezielles, so eine Banane. Alles andere ist nur duplizieren. Da ist das Ziel. Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or, look good. Uns ist ein bisschen kaputt gegangen. Auch wenn der Text unten jetzt Müll war, weil eigentlich, ne, wenn man gut hingehört hat, hat man gehört, dass es nicht mehr zusammengepasst hat. Die Banane weggeworfen. What if I forget to set the alarm? Emergency Exit Protokoll. Aufzug ist tot. Ja, hilft nix. Ich hab eine Banane dabei. Feels friendly family produce. Farm to mind, mind to heart. So, was passiert jetzt mit Bloating? Okay, alles klar. Es ist 7 Uhr. Und damit... Jetzt ist alles kaputt. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.